Jo, hallo Freunde. Wieder einmal ein kleines außerparlamentarisches Messerreview zwischendurch. Hier in unseren Messerwochen oder je nachdem, wann ich es ausstrahle, vielleicht erst danach. Ich habe es ja inzwischen schon ein paar Mal gezeigt, irgendwo in einem Video, aber wir haben es noch gar nicht so richtig schön in Ruhe angeguckt, nämlich hier das SOG Mini Trident. Ich finde, die Dinger sehen echt cool aus. Abgesehen wieder von diesem komischen Cutter da hinten drin, ne? Der macht zwar auf dem Reißbrett wahrscheinlich eine ziemlich gute Figur, aber in echt hätten sie den lieber mal weglassen sollen. Ne? Cool, das erste, was einem auffällt, wenn man das Messer in die Hand nimmt, das ist ja wahnsinnig leicht. Da dachte ich erstens so, ach, da ist noch ein bisschen Metall drin und ein großer Clip. Wer weiß, vielleicht ist das ja sogar leichter als das Kaybor, das ja mit Pin unglaublich leichte 65 Gramm auf die Waage bringt. Der Pin wiegt genau 1 Gramm. Wenn man den nämlich abschraubt, bringt das Messer nur noch 64 Gramm auf die Waage. Da habe ich gedacht, naja, um der Dreh rum wird es auch liegen. Und jetzt wiegt das Sock Mini Trident tatsächlich nur 63 Gramm. Also noch 1 Gramm leichter, 2 Gramm leichter als das normale K-Bar Folding Hunter mit Pin. Deswegen nämlich 65 Gramm zu 63 Gramm. Wahnsinns leichte, schöne Folder in der 3-Inch, 3 Zoll langen, klingenlange Klasse. Preislich liegt natürlich ein bisschen mehr dazwischen. Das bekommt man in Deutschland für 25 Euro. Seitelgriff AOS 8, ebenfalls die gleiche Materialien, Seitel und AOS 8 Stahl. Nur das habe ich in Deutschland nirgendwo bekommen. Habe ich dann direkt in den USA bezogen und mit Porto, Versand und Zoll und Steuer und alles drum und dran kommt nachher so ein Mini-Trident auf 60 Euro. Im Vergleich zu 25, also. Wenn man ein kleines, leichtes, kompaktes EDC sucht, ist natürlich das Kaybor Dozier Folder immer noch die allererste Wahl für ein kleines, leichtes EDC, ne? Und vor allem auch noch günstig. Und das gibt es in ein paar schönen Farben. Währenddessen das SOG in der Version, das gibt es noch mit einer unterschiedlichen Klinge. So im Tanto-Style ein bisschen. Und interessant gibt es dann die großen Modelle davon. Nicht das Mini-Trident, sondern das normale Trident. Die sind mit coolen Camouflage, Digi-Camo-Griffen und schwarzer Klinge mit Serrations dran. Der sieht so richtig badass aus. Aber ich wollte es eigentlich hier so schön klassisch schwarz-silber mit Plain Edge. Und es ist ein richtig schöner kleiner Schneidteufel. Scharf wie die Sau. Hier hinten hat er eine kleine Verriegelung. Die sollte man zumachen, wenn man versucht, mit diesem Cutter hier zum Beispiel Schnüre zu cutten oder sowas. Aber was nicht wirklich Spaß macht. Ne? Ich meine, wenn ich was abschneiden, durchschneiden will, dann klappe ich die Klinge aus. Weil warum habe ich hier so einen schönen Assistant Opener, wenn ich den nachher nicht verwende, ne? Sondern hier eine Sicherung reinmache und dann hier rumgepfriemel versucht, da was abzuschneiden. Ne? Also hätten Sie mal lieber die Sicherung weggelassen und diesen komischen Cutter da hinten, dann wäre das optisch auch nochmal ein schönerer Griff geworden. Aber macht richtig Spaß. Habe ich schon die ganze letzte Woche getragen. Und diese. Und liegt doch echt gut in der Hand. Kann man ja schön auflegen. Passt mir noch genau auf die 4 Finger. Ne? Schön. Assistant Opening. Coole Geschichte. Ne? Fängt hier so irgendwo. Wenn die Klinge ungefähr so einen Zentimeter raus geht noch, dann kommt die Feder so bis ca. 90 Grad. Und dann wird das Ding aufgeschleudert. Braucht man nur leicht anstupsen und dann. Ja, das macht Spaß, das kannst du den ganzen Abend machen. Herrlich. Platinen sind da kaum drin. Erstaunlicherweise ganz hinten ist da ein bisschen was drin. Da
hinteren Teil. Da sind links und rechts so, ist hier ein bisschen Platine drunter. Vorne selbst unter dem Arclock eigentlich nichts. Wie funktioniert dieser Arclock? Geschlossenen Zustand. Da ist dieser Schieber erstmal hier ohne Spannung, ohne Wirkung. Und es ist wie so eine Art Backlock. Nur dass eben diese Backlock-Feder nicht hinten oben drauf sitzt und hinten beim Drücken hoch geht und die entriegelt, sondern der sitzt hier drinnen nach hinten und verriegelt, indem der sich so nach vorne dann schiebt zwischen Gehäuseoberseite und hinten in die Klingenwurzel rein. Und wenn ich dann nachher das Messer wieder zumachen will, muss ich hier an dem Hebel den Riegel ein bisschen, die Feder ein bisschen nach hinten ziehen und dann gibt der wieder die Klingenachse frei. Man sieht es, wenn man da eingefangen kriegt. Hier, da vorne sieht man noch hinter der Klingenwurzel das bisschen Silber hier. Und der geht dann hier nach hinten. Das ist der Schieber, wo sich hier zwischen Gehäuseoberseite und hinten die Klingenwurzel schiebt. Wenn man den nach hinten macht, dann kann man oder die Klinge einklappen. Verriegelt ziemlich sicher, und obwohl es hier nur Kunststoffschalen sind, macht das Messer einen ziemlich robusten Eindruck. Da ist noch ein ganz klein bisschen Platine hier vorne, so ein bisschen rund um den Arclock. Ne, stimmt gar nicht, das war nur Kunststoff, wo geglänzt hat. Ne, kleine Platinen sind bloß hinten drin eingelassen. Ne? Deshalb auch das geringe Gewicht von 63 Gramm. Ne? Super. Klein und leichter Folder. Scharf kommt er auch. Hab natürlich jetzt schon eine Weile damit geschnitten. Hervorragend. Dieser AOS 8 Stahl ist echt eine feine Geschichte. Kriegt man schön scharf, rostet auch nicht. Kommt aus Japan. Das Messer selber verarbeitet aber wieder in Taiwan. Ja. Da gibt es inzwischen auch richtig feine Messerfabriken, die hier Taschenmesser zu einem guten Preis abliefern. Sehr oft, man sieht es bei Cold Steel, man sieht es bei K-Bar, bei Sock. Produzieren da wahrscheinlich alle in der gleichen Gegend, ne? Alles mit AOS 8 und Seitelgriff. Aber interessante Modelle und vor allem sowas hier dann noch zu echt fairen Preisen in Deutschland zu bekommen. Ne? Da ist das Mini-Trident mit Versand, Porto, Zoll, Mehrwertsteuer und allem drum und dran. Mit 60 Euro dann schon. Ganz schön teuer für so ein 3 Zoll Messer mit, naja, für die 63 Gramm. Da zahlst du fast pro Gramm einen Euro. Ne? Ja, dann sind du hier pro Gramm nur 30 Cent zahlst. Der Clip ist auch noch ein bisschen länger. Dafür ist der hier wirklich super deep carry. Ne, also das Messer verschwindet komplett in der Hosentasche. Da guckt wirklich nichts mehr raus, außer diesem schönen Griff. Wieso man sich wundert, wieso der, wenn der ausgeklappt hier auf der Seite, die Schrift aus dem Kopf ist. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass dies eine Designvorgabe war, weil wenn man das Messer abfotografiert, dann wird man wahrscheinlich immer diese Seite schön verwenden mit dem Schriftzug, mit der Verriegelungsmechanismus und mit der Sicherung. Und wenn man dann den Clip für Linkshand umschraubt, dann steht hier SOG nämlich wieder richtig rum und dann sieht es schön aus fürs Werbefoto. Deshalb ist es, wenn man so rum eigentlich hält, der Schriftzug auf dem Kopf. War bestimmt eine Werbegeschichte, damit umgebaut auf Linkshand das Ding einfach von der Seite eben fotogener aussieht. Griff hat eine schöne Textur, so ein bisschen ungleichmäßig, erfüllt aber seinen Zweck. Habe ich schon ausprobiert beim Schneidarbeiten mit nassen Fingern auf dem nassen Brett. Das greift ganz gut. Ist aber hier auch nicht von schlechten Eltern. Nicht scharf oder aggressiv, aber gibt ausreichenden Halt. Und irgendwie gefallen mir im Moment diese 3 Zoll leichten Folder. Ist gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn sie dann noch zu günstigen Preisen zu bekommen sind.
nette Geschichte. Silber, Schwarz, Schwarz, Grün. Mal was anderes, ne? Hier bekommt man halt noch einen schönen Assistant Opener, der so richtig Spaß macht. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man es dann auch verriegeln. Kann man dann hier nutzen. Das geht nämlich nicht nur zum Papierschneider, weil das verhakt sich ja dann immer hinten in der Ecke. Und zum Schneiden braucht man einfach eine Schneidbewegung der Schneide. Ob das mit Schnüren gut klappt, ich will es gar nicht mit wahnsinnig Druck ausprobieren. Wenn ich was schneiden will, nehme ich die Schneide dazu und mache eine richtig schöne Schneidbewegung und dann schneidet man auch wunderbar den Schnitt gut. Ja, das war heute mal das Sock Mini Trident. Cooles, kleines EDC, nicht ganz günstig für die Größe und Gewicht. Ne? Das bekommt man einiges günstiger bei K-Bar. Aber dafür hat man hier noch ein cooles Design. Und ein echt cooler Assistant Opener, der echt ordentlich Spaß macht. Müsst ihr mal beim Nutten Fancy reinschauen. Der hatte letztens ein schönes Video gemacht, als er zu Besuch bei SOG war. Hat da Interviews gemacht mit dem Gründer und so. Der erzählt ein bisschen über die Geschichte von SOG und sind auch noch ein bisschen in der Fabrik rumgelatscht. Ja, interessantes Video zur Firma. Lieferung erfolgte in der Schachtel. Also entweder hatten die Jungs beim Verpacken morgens noch einen im Tee oder die wollen auf Nummer sicher gehen, dass ihre Messer super gut vierfach verpackt sind. Sock. Mein erstes Sock. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich hätte echt Lust auch noch das Große zu organisieren mit der schwarzen Halb-Serration-Klinge und dem Digi-Kammer. Das sieht auch geil aus. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Stellen noch einen Haufen andere Projekte und Aufgaben an. Und außerdem werden wir jetzt in den nächsten 8 Wochen erstmal hier unser Weihnachtsspecial vorbereiten. Das erfordert meine ganze Freizeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf rege Teilnahme eurerseits, dann wenn es losgeht. Die ersten coolen Firmen habe ich schon an Bord. Und Leute, das wird eine coole Geschichte. Ne? Also, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal beim Hillbilly. Und ich sage euch jetzt nur noch, auf Wiedersehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.